So, ja, Level 11. Ich hoffe, wir werden dieses Level überhaupt spielen können. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst warum. Also ist nämlich das Level mit diesen zwei riesengroßen Gascontainern. Und wenn die hochgehen, machen die menschlich Damage. Und da wir leider mit dem achtfachen Damage spielen, heißt das, egal wie weit wir wahrscheinlich von den Dinger weg sind, wir werden so oder so einfach getötet. Ja. Aber wie gesagt, ich versuch's. Wir probieren's und zur Not muss ich halt zumindest in der Zeit, wie die beiden Fässer hochgehen, halt mal kurz in den Gott-Mode gehen. Ich meine, anders geht's ja nicht. Ist ja. Wir probieren jetzt erstmal, wie weit wir kommen. Wir probieren das mal. Mal gucken. Na komm, hoch. Gibt's noch offene Munition? Keine Munition, keine Rüstung, kein nichts, kein gar nichts. Sollt ihr mich verarschen? Ach, Gott. Ach ja, Entschuldigung, hier gab es ja ein paar Secrets. Nein. So, jetzt ging es hier irgendwie hoch. Oder auf der anderen Seite? Ja, doch, ja. Oha. Junge, lass mir Ruhe. Noch einer? Für den Demon brauche ich höchste Konzentration. Komm her. Dankeschön. Yay! Wow! Ja, doch, das geht sogar. Das kann man tatsächlich machen. Wenigstens ist es jetzt nicht bei den Backpacks auch so, dass man bei den Backpacks bloß noch die 10. Munition bekommt. Ich meine, können wir gleich einpacken, wenn das wäre dann. Ich meine, man braucht zwar jetzt pro Gegner auch wesentlich weniger Munition, das ist richtig, aber es ist gerade mal so ungefähr die Hälfte oder irgendwie so in dem Dreh von Hälfte, Drittel oder sowas. Aber dass man jetzt gar keine großen Packs mehr bekommt, sondern nur die kleinen, die im Schnitt ein Zehntel an Munition haben, man sieht ja. Ich meine, ich spiele in der Regel immer, also ich versuche es, dass ich zum Ende eines Levels immer volle Munition habe. Und in der Regel ist es halt so, dass ich ab und zu nur 80% zum Beispiel so ungefähr habe. Aber im letzten Level hatte ich ja nur noch 50%. Das war ja quasi die Hälfte. Da lief ja, ja schon im gelben Bereich, also quasi auf Reserve. Dreht euch jetzt, dreht euch um. Der bringt den wirklich alle um. Ja, schmeiß deine Waffe weg. Braucht dich keiner. Lass sie noch immer rumschießen, ey. Fuck. Are you kidding me? Du Britsch. Ja, Bitch darf ich nicht sagen. Ist ein Ausdruck, der sagt schon mal Britsch. Kann mir keiner sagen, dass das ein Ausdruck ist. Ich weiß ja nicht mal, was überhaupt ein Wort ist. Ich brauch. Alter, geht's hier nichts mehr? Mann, gestern am Anfang, eins war hier, weiß nicht, 35. Ja doch, 35 Leben verloren hier. Ah, ist das knapp. Na gut. Oh ja, ist ja schon der Bereich, wo draußen die Container sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird so schief gehen. Das wird so hart schief gehen. Rüstung. Aber leider auch nur eine grüne. Oh Gott, die laufen alle draußen schon rum. Das heißt, es geht draußen quasi jetzt schon los. Leute, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja gut, brauchen wir es auch nicht mehr. Können wir es aber merken. Hier war doch irgendwo noch ein 10er-Pack.
Achso, das haben wir gerade aufgesammelt. Das haben wir, deswegen haben wir ja 95%. Oh Gott, das war ein Fehler. Scheiße, ich dachte, der damit ging das Ding da runter. Bitte geh wieder zu. Ne, den geht nicht mehr zu, oder? Wir sind sowas von am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Geh zu. Es geht nicht zu. Wir sind sowas von am Arsch. Oh Scheiße. Okay, komm, ganz ehrlich hier. Alles oder gar nichts. Ich riskier's. Halleluja. Das funktioniert. Lol. Meine Frame ging zwar gerade ganz schön weit runter, aber es hat funktioniert. Komm, gib her, deine Scheiße. Ja, war ja die Stelle, wo wir uns bei Doom vor Doom so verstreckt haben. Weil wir dann wieder diese Superwaffe bekommen haben und erstmal der ganze Bildschirm voller. Wollte gerade Blut sagen. Flammen war. Ah, kommt alle her, kommt her. Ich dachte, ich hab Blut für alle. Mann. Nicht so viel mit einmal. Immer schön rein nach. Vor allem versuche ich jetzt alle reinzulocken, damit die nicht wieder hier den ganzen Weg versperren. So wie letztens. Wo wir dann überhaupt nicht mehr gesehen haben. Was eher suboptimal war. Wenn ich ehrlich sein darf. Halleluja. 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 Komm her. Oh, gleich zwei mit einmal. Das ist aber sehr schön. Immer schön seriell. Parallel gilt als veraltet. Veraltet? Oder veraltet? Deutsche Sprache. Wer hat die erfunden? Können nur die Deutschen gewesen sein. Komm, beide, sofort antraben! Oh, der eine kommt schon mal, der andere tuckelt da. Die jetzt so gut tuckeln, die ja beide rum. Wollt ihr mich gerade verarschen? Das macht die gerade mit Absicht, oder? Das macht die gerade sowas von mit Absicht. Okay, erstmal die da. Oh, Alter. Denn wenn man es am wenigsten braucht, dann kommt er rein. Oh, was ist jetzt los? So, ihr kommt jetzt erstmal her. Beide! Oh, da ist ja noch einer. Oh, das war der erste Streich. Zwei kommen noch. Mindestens. Ja, der kommt. Ja, er kommt. Perfekt. Wow, da lacht er gerade. Seit wann kann ich so schnell laufen? Oh, okay, jetzt können wir uns um die kümmern. Der Cyberdemon. Oh, Alter. 5% Leben, wollt ihr mich ficken? Ich brauch die Frage nicht beantworten. Wäre ich jetzt ein CSGO-Spieler, würden mich alle hassen. Fuck. Einfach so ultra entspannt. Fuck. Oh, leck mich doch, Alter. Wie machen wir das? Können wir da rüberspringen? Können wir raus? Ja, wir können raus! Fuck. Warum können wir uns da rein? Warum? Cool, kommen wir noch zwei. Oh, Alter, leck mich am Arsch. Jetzt haben wir wieder. Was? Halt, Alter. Ihr runterkommt. Ich fuck, wir sind da. Holy moly. So, ich hab jetzt die anderen da erstmal angelockt. Kommen die jetzt oder was? Leute, Mädels, ja, die kommen. Also müssen sie einer von den beiden. Oh Mann, ich hasse sowas. Ihr wollt mich doch vorsätzlich verarschen, oder?
Mach das doch mit Absicht, oder? Rede doch mit mir. Oh, Alter, auf zwei Sachen zu achten ist so scheiße. Kommt jetzt schon wieder. Du antraben, sofort. Komm, antraben, sofort. Antraben. Warnschuss. Ist der zweite auch schon draußen? Nein. Ich setze dich mal hin. War hingesetzt. Denn sind immer welche. Alter. Warum, was? Ich will mich verarschen, Alter. Komm, Alter, nochmal in hier. Aber merkt ihr, hier ohne Browser im Hintergrund läuft es gleich viel, viel flüssiger. Das ist der Browser, ich habe das Level noch mal gestartet gehabt, nachdem ich den Browser beendet hatte. Einfach Unterschied für Tag und Nacht. Ich meine, das Level, was jetzt so extrem gestockert hat, stockert auch so ab und zu mal, weil das halt durch die ganze Spiegelung im Boden so schon relativ engine-lastig ist. Aber das war ja unerträglich, das war ja abseits von Gut und Böse. Nein. Aber wie gesagt, das lag halt vor. Anscheinend an dem Browser, weil wie gesagt, als wir den ja geschlossen hatten, lief es auch schneller, also flüssiger. Und als ich dann das Spiel komplett nochmal gestartet hatte, um zu testen, da lief es auch wunderbar. Also wir hatten zwar nach wie vor keine 60 FPS, aber wir hatten halt immerhin gute 40 Frames pro Second. So, du mein Lieber, antraben. Alter, ich hasse jetzt, dass immer wieder runterrennen. Keine Chance. Mann. Ich weiß nicht, wie ich die da abschütteln soll. So, alles muss wieder hinten loswerden. Boah, Alter, schon wieder das Feld rausgerutscht. Mal diese Scheißtreppe. Oh, jetzt hat man eine Rakete geschossen. Danke. Darf ich das vielleicht mal? Oh, dürfte das alles gewesen sein. Wenn ich mich nicht komplett verguckt habe. Ja, das waren sie alle. Ja, komm. Autsch. So war das jetzt nicht gedacht. Alle weg, sehr schön. Ah! So viel zum Thema, alle weg. Leco mio, ich verpiss mich. Raus, der Traum ist vorbei. Ich will runter. Scheiße, ey. So, wer kommt jetzt zuerst? Ihr? Ja. Ja, los, kommt.
los. Leute. Da war noch einer. So, wo ist jetzt dieser Kakodemon? Hallo? Da komm. Hä? Wo ist denn der jetzt? Ist der wieder. Der ist wieder rausgegangen. Oder kam er erst gar nicht rein? Scheiße. Nein. Halleluja. Geht da die ab hier auf dem Weihnachtsfest? So, erstmal die ganzen Raketen hier klauen. Hä? Wie sagen wir, volle Raketen? Die haben doch. Oh. Ach ja, klar. Durch die beiden Backpacks am Anfang. Ich wollte gerade sagen, wir waren auch bei den Raketen auch relativ ausgebucht. Muss man so auszudrücken. So, jetzt muss ich überlegen. Also, die Festland sind schon mal weg. Da hinten sind noch ein paar Revenants, soweit ich weiß. Oder auch nicht? Hä? Da hinten waren normalerweise Revenants. Aber das sind jetzt auch schon runtergesprungen und hergekommen. Lol. Ah, ja, da ist einer zum Beispiel. Komm her. Nein! Oh. Fick die Wand dann. Ich dachte, der war da hinten irgendwo. Wo bist du? Wo ist denn der? Da ist noch einer. Ja, doch, die sind runtergesprungen. Ja klar, als wenn du eine Chance hättest gegen die. Egal. Danke. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Hast du fein gemacht, kriegst du Gigs. Klappe. Du musst eine Strategie ausdenken. Also. Wie war das jetzt? Wir waren. Waren das jetzt zwei Spider-Masterminds und ein fucking Cyberdemon oder andersrum? Gut, ich darf ich den Satz zu Ende bringen oder was? Geronimo! Oh, danke. Hab ich schon ausgepowert? Ist ja eher mies. Komm, noch schneller, noch schneller. Ja, danke. Boah, Alter, geht ja ganz schön ab. Oh my goodness. Ich brauch die rote Karte. Die ist da hinten. Wobei, halt, ist das ein Fehler? Oder ist das gut? Ich schulde mir erstmal von mir erstmal. Bam. So, jetzt muss ich nämlich aufpassen. Ja, genau, jetzt haben sie nämlich die Tore geöffnet. Was heißt also, jetzt muss ich Tiere. Ach ja, da kommen jetzt auch die ganzen Viecher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommen die ganzen Gacha-Gegner. Die kommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin sowas von geliefert. Ich bin aus einem Video. Ich werde nicht speichern. Ich bin auch auf. Leute! Lest ihr nicht die Beauty Palace Bravo Zeitung? Was kriegt ihr denn gerade? Die können sich selber ficken? Der hätte ich ja noch lange genug warten müssen! Die Bastarde können sich selber ficken! Ja, ich war halt ausgepowert. War dumm. Ich habe hier gespielt. Wie habe ich hier gespeichert? Ich wollte doch gar nicht speichern. Ich bin am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Ich habe gespeichert, während ich unter Beschuss war. Das kann echt nur ein wahrer Ronny. Ich bin am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Mann, der Cyberdemon war schon tot. Habe ich genau gesehen. Der muss wieder auferstanden sein. So, was ich jetzt mache, ich versuche die Grünkugeln so zu lenken, dass sie zu mir kommen. Und dann, wenn der Cyberdemon zu mir kommt, ihn treffen stattdessen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ja, komm, gib die mir. Los, die müssen treffen. Nein, die treffen ihn nicht. Was macht ihr denn da? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, was mache ich hier gerade?
Oh Gott, ich hasse Kreuzfeuer. Warum bin ich im Kreuzfeuer? Ich wollte nie Parkourmeister werden. Ja, komm mal zu mir. Du holen so. Oh Gott, das wird nicht. Das wird sowas von leicht. Ich bin geliefert. Oh mein Gott. Das wird nicht, kann ich vergessen. Okay, ich versuche den Spider-Master damit mal vorzuholen. Wow. Ah. Wow. Was? Von wem wurde ich denn gerade getroffen? Ach so, weil die Raketen schrumpfen. Boah, Alter, was geht denn hier ab, bitte? Hallo? Ah, okay, da war's. Demon? Was tue ich hier gerade? Ich bin so wahnsinnig. Wenn das schief geht, ist es wieder mein Kopf, der rollt. Ja, es ist mein Kopf, der rollt. Das wird nicht, das kann ich nicht vergessen. Kann ich vergessen. Nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Na genau, das Spider Master macht es erstmal da oben kaputt. Krieg ich die andere noch angelockt? Beschütz mich! Oh, Lager kommt doch. Jawoll! Scheiße! Das hat die früher als gedacht. Wo ist die andere Spinne? Ist schon tot? Oh Mann, wie sowas von am Arsch. Ja doch, die ist auch schon tot. Okay, wie es aussieht, haben wir nur noch einen Spider, Spider, also den da Typ da, den fetten, übrig. Achso, haben wir schon. Oh mein Gott, das wird hier gar nichts, das wird sowas von, ich werde sowas von sterben. Ach ja, wir haben hinten ja auch noch, die da hinten, haben wir auch noch diese Mentkübis drinne. Können wir auch mal rausholen. Da steht noch auch noch die Fahrzeuge drin. Leck mich! Oh, so, da ist noch eine Spinne übrig. Ernsthaft jetzt? Dachte schon, habe ich gerade gesoftblockt. Da ist echt noch eine Spinne übrig. Danke! Werde ich nie vergessen. Hab schon vergessen. So, jetzt. Mancubus, ich rufe dich! Achso. Ach ja, weil er immer ein bisschen weiter streut. Hat den Kampf gestreut, aber das ist gekommen. Muss ich aufpassen, wo er hinschießt. Boah, Alter, dieser Splash! Oh, ich kann mich nicht treffen. Doch, er kann mich hier treffen! Wafuta, Ficky, Fick, Fick. Jetzt warte ich erstmal hier in einen Kabuff rein. Kriege ich ihn reingelockt? Oder locke ich mich damit selber gerade in die Falle? Ja, er ist drin. Geil. Okay, gut, dann bleibt er auch drin. Dann hole ich jetzt die Mentkübis. Der kann dir den Rest machen. Muss ich die aber erstmal rauslocken? Oh Gott, das ist alles sowas von scheißig, ja? Was tue ich hier gerade? Ich weiß es selber nicht. Was tut man nicht alles für eine perfekte Spielstrategie? Sind da drei? Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Kann die bitte rauskommen? Alle drei, wenn es geht? Okay, zwei sind schon draußen. Der dritte kommt auch. Ja, es sind alle drei draußen. Geil, okay. Oh Gott, Alter, was mache ich hier gerade? Alter, das ist ja hier nicht. Das ist doch nicht gesund, oder? Ist das gesund? Ist das noch gesund? Kann man das noch als gesund bezeichnen? Ich weiß es nicht. So, hier habe ich erstmal gut versteckt. Speichern erstmal. Hier bin ich von allen Seiten, also von allen aktiven Seiten, wo gerade Gegner rum. Geschützt? Ja, das ist er. Da ist er. Komm her. Ja, von dem muss ich ja zu denen hier scheuchen. Wenn ich das schaffe, habe ich ausgesorgt.
Nein! Boah, Alter, ich dachte schon. Komm, schieß! Was? Fuck, der hält zu wenig aus! Ich hatte gehofft, die können die wieder ein bisschen. Okay, jetzt werde ich schon stärkere Waffen greifen. Kamera! Hä? Alter, wie fährt man das Ding? Hä? Die haben die. Ich hab Angst. Wow, wie ist denn die Steuerung? Die Scheiße hat die Steuerung geändert. Was? Ja. Wo ist er denn jetzt? Da. Hau doch mal! Bin ich gerade an einem Kanister hängen geblieben oder was? Oh Mann, oh Mann. Hallo! Wo bin ich gerade hängen geblieben? Der Kanister war 50 Meter weiter weg. Ich hab keinen Bock mehr. Ach so, an dem Baum da scheinbar. Ich häng schon wieder. So, okay. Alter, wie? Also, die Steuerung haben die scheinbar auch überarbeitet, aber in einer Art und Weise, die nicht ganz funktioniert. Ah, okay, also wenn ich fahre, funktioniert sie noch. Aber ich kann mich damit seitwärts bewegen. Why? Wer macht denn sowas? Ich sterbe! Klar, ich werde nach oben geschossen, damit ich sicher. Ne, doch. Also, wer das Ding erfunden hat, oder umprogrammiert hat, ist für mich eine Vergewaltigung gratis. Ach, das ist noch ein Mancubus. Korrigiere, da war noch einer. Die Steuerung ist ja jetzt sowas von verkackt. Alter, ich habe ja schon die alten Fahrzeuge gehasst. Die Fliegen, die ihr gerade hört, die echten, die um meinen Körper gerade kreisen. Alter, das ist mir not. What? Doch! Wieso ist er denn gerade beim Aussteigen hochgeflogen? Oh, naja, aber da kriegen wir ja Schaden. Wieso ist er denn gerade beim Aussteigen hochgegangen? Ich hab keinen Bock mehr. Was ist denn das? Warum? Hä? Alter, hä? Warte mal.
die Steuerung berücksichtigt, wo ich hingucke. Die fucking Scheißsteuerung berücksichtigt, wo ich hingucke. Digga. Das ist ein fucking Kettenfahrzeug. Und kein UFO. Hier, ich habe ein Unterteil und ein Oberteil. Unterteil ist vom Oberteil komplett getrennt. Sorry. Also, ich würde mal eins klarstellen, ja. Vergeht Mark vor, ist ein geiler Dude. Ich meine, der hat Doodledum komplett. Also, es ist einfach geil. Aber Release-Kandidat 4. Ich spiele doch gerade mit Release-Kandidat 4, oder? Ja, genau, da oben. Release Kandidat 4 ist sowas von verbuggt. Also, sorry, nee. Ist sowas von verbuggt, das gibt's dir gar nicht. Jetzt weiß ich auch, warum die scheiß Leute von Duden verbuggt als Jugendwort 2018 etablieren wollten. Weil es scheinbar zum neuen Standard wird. Bei Release Kandidat 3 war doch alles perfekt. Ich meine, die Fahrzeuge waren zwar scheiße, aber die Steuerung war zumindest in Ordnung. Und jetzt sind die noch beschissener. Jetzt explodieren sie, wenn man aussteigt. Also meistens, also manchmal. Die Steuerung ist komplett für den Arsch. Why? Was ist passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Also, eigentlich habe ich dieses Let's Play gestartet als Survival-Horror-Game des Survival-Horror-Willens. Aber mittlerweile ist das ein Survival-Horror für meine Nerven. Dann sind Raketen. Brauche ich ja nicht. Nee, du. Nee. Ist nicht nett. Ist absolut nicht nett. Das Problem ist, wir können auch nicht zurückmigrieren. Wenn ich jetzt das Release Kandidat 3 nutzen wollen würde, müsste ich jetzt hier neu starten. Aber gut, ich meine ganz ehrlich, wie gesagt, es ist immer noch ein Release-Kandidat, ja. Das Spiel ist also definitiv noch nicht fertig. Ich hoffe einfach mal inständig, dass der Geld mag, die Videos hier guckt, auch wenn das Video jetzt auch hier auf Deutsch ist. Hello, from the Germany. Der Geld mag vor, I hope you see this movie. Your shit is fucking buggy.
So fucking like my English. Ich hoffe einfach, dass er das, die Videos hier sieht, so, sowohl von mir als auch, ich weiß nicht, ob noch jemand anderes mit der aktuellen Elite-Kandidat-Version spielt. Der einzige, den ich persönlich jetzt aktiv gucke, ist Mr. Koffein und der konzentriert sich gerade auf Project Brutality. Von daher, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer überhaupt noch aktiv ist mit Brutal Doom, mit der aktuellen Version. Ich hoffe einfach, er sieht das und merkt das. Weil ganz ehrlich, die Steuerung, die ist... Nein. Ist nicht gesund. So, so Rüstung. Oh, Alter, was sieht gerade in meiner Nase? Ich werde zum Alien. Hab ich mit der neuartigen Krankheit infiziert, mit der panzersteuert sich wie Gummiboot-Krankheit. Jetzt noch worauf? Gibt's eigentlich. Ah ja, da oben gibt's ein Secret. Okay. Weil gerade fragen, ob es eigentlich Secret gibt. Fuck! 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 Na komm, 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 jetzt. Na. Wow. Komm ich da rauf? Mit ganz viel Glück und ein bisschen Liebe. Ich hab's jetzt nicht. Gut, ich komme darauf. Okay. Hab's gescheckt. Ich muss erst hier rauf. Fuck you. So, hier rauf. Ach, hier komme ich ja gar nicht rauf. Scheiße. So, klassisch. Dankeschön. So, jetzt machen wir mal eine Tür auf. Und dann geht's ab raus. So, ich öffne wieder nur eine Tür, was einfach taktische Gründe hat. Ja, war die richtige. Umso kleiner das Guckloch, umso besser kann ich nämlich verdeckt arbeiten. Wobei ich gerade glaube, wir hatten letztens doch die andere Tür offen, oder? Ah, ist auch egal. Wow. Hier wird nicht mit Feuer gespielt! Du Arsch! Wow! Aber ich bin schon echt auf die neue Version von Project Brutality gespannt. Digga, also das, was ich bisher gesehen habe, ist so fucking geil. Die haben da jetzt quasi verschiedene so Todesanimationen. Für jedes fucking Enemy, also für jeden Gegner, für jeden Typ von Gegner, mit jeder beliebigen Art zu sterben. Heißt also, wenn du mit einer Kettensäge hast, gibt es 4 Animationen, wie du sie durchsägen kannst. Dann gibt es eine Animation, wie du sie mit Plasma wegkokelst, dann mit Feuer, dann mit Säure, dann kannst du sie eineisen. Haufenweise Animationen und das jeweils für jedes fucking Tier. Und wenn die tot sind und du ihre Buddies praktisch zerstückelst, da gibt es auch nochmal für jedes Körperteil extra ein Fragment, was rumfliegen kann. Auch nochmal für jedes Enemy. Das ist so fucking awesome. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe nur, es wird nicht genauso verpackt wie das hier. Yay! Wow, das war aber gerade. Wenn ich es nicht gewesen wäre, der das gerade geschafft hat, hätte ich gerade gesagt, das wäre gescheitert. Aber, so kann ich sagen, ich bin... Ne, ich bleib mal bei der hier, von der habe ich gerade am meisten. Okay. Wow, 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 wow! Sag mal, wo kommt ihr denn her? Da. Boah, Alter, jetzt wird man gerade ein bisschen kritisch. Wo bist du?
komm aus deinem scheiß Versteck raus und kämpf wie ein Mann. Mit Waffen. Nicht geschickt, Chance-Style, ganz da. Yeah. Vielleicht erst ziehen und dann schießen und nicht andersrum. Dachte mir gerade so, ne, ich werd schon treffen, ne? Oh mein Gott! Von wo? Von wo? Fucking, von wo? Ach du Scheiße, Alter, von da? Oh, jetzt hat schon wieder mehrere. Oh, ach so, ja, schon, da war ja was. Mehrere Frontenkrieg hier. Bitte schießt nicht, ich bin unbewaffnet. Da seht ihr? Ha, ich bin unbewaffnet. Ach so, Scheiße, immer noch eine Waffe da. Nein. Ich bin unbewaffnet. Ich bin unbewaffnet. Ich bin ganz lieb. Erstmal die Waffe wiederholen. Rollimo. Ich hasse mich. Ich will nicht mehr leben. Jetzt hab ich überhaupt neu geladen, ich krieg jetzt sowieso mehr Schaden als davor. Komm her zu mir, hier. Ist noch einer. Das ist das behindert, Alter. Krieg. Kann ich mal auf dich drehen hier? Warum laufe ich hier so komisch? Da ist links, da ist rechts. Andersrum. Ach nee, hier geht ich aber nicht mehr hoch. Kommt man ja nicht mehr runter. Ohne gleich zu sterben. Oh Mann, leg mich doch am Arsch. Ja! Ganz sachte, so wie man es in der Ausbildung gelernt hat. Ich meine übrigens die Ausbildung als Rettungsschwimmer, ja. Die sich überall verstecken, das wüsste ich echt immer gerne. Die krieg ich bestimmt aus den ganzen Kartons, was die da rumstehen. Deswegen stehen auch so viele. Das ist einfach so eine Menschenfabrik. Oh, wir liefern ihren Sklaven bis nach Hause, vor die Toasttür. Ganz neu, frei Haus. Oh, ab darin. Brauche ich? Also. Man sieht von hier aus überhaupt nichts. Warum kann der scheiß Bastard durch die Bäume durchschießen?
Wer was sieht, darf behalten. Da. Wow. Guter Rückzugspunkt hier. Nice, gefällt mir. Hier kommen wir bleiben. So, das Ding müssen wir übrigens wieder aufmachen. Irgendwie da drin ist ja irgendwie ein Schalter. Aber erstmal will ich hier die Imps. Wobei die Imps vom Weg aus besser abzuschießen sind. Das macht jetzt hier verdeckt erstmal keinen Sinn. Gut, dann erstmal die Munition schon einsammeln. Gucken, ob hier noch Munition rumliegt. Aha. 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 Ach ja, Trainer, wir auch noch nicht auf. Oh Mann, Alter, alles nochmal machen hier. Alles nochmal. Wie tief soll ja nicht. Hä, nee, wir haben doch aufgeräumt. Hä? Das verstehe ich nicht. War das schon? Tatsächlich. Hab ich schon alles. Ich bin verwirrt. Da kommt ein Trampel, jetzt mach ich nicht an. Danke. Gibt es irgendwo noch Pistolenmunition? Mal was Brauchbares zur Abwechslung? Ach hier. Danke. Nein! Oh Digga! Okay, erstmal hier verstecken, ohne wieder raufzulaufen. So. Und ich hinsetzen. Erstmal ein bisschen Kaffee trinken. So. Auf den Krieg. War hier nicht auch einer? Im Kratzer so. Auf dem Berg war doch auch einer, oder nicht? Oder kam der von da hinten? Aber auch Pinky? Na ja, komm her. Potzer. Noch Munition irgendwie wo? Das Problem ist, ich habe gerade gar keine Ahnung, wie lange das Level überhaupt noch geht. Oh, noch 70 Gegner. Gott, Alter, doch dort schon wieder viel zu lange. Nein? Ja, genau. Na komm, eine können wir mitnehmen. Oha. Aber sind alles. Alles Imps, ne? Keine Hitwarner. Ja doch, alles normale Imps. Alter! Trotzdem ist ja schon gefährlich hier. Hilfe! Haben die den Himmel überarbeitet? So ein Himmel habe ich gar nicht in Erinnerung. Sieht aber geil aus. Nice! Wow! Okay. Wow, was denn? Ach da. Gott, Alter. Noch einer? Arschgeweih mit Vanillegeschmack. Kommt man hier durch? So, okay, das war's jetzt hier mit der Straße. Jetzt gehen wir da ins Gebiet rein. Ich habe keine Ahnung mehr, was uns da überhaupt erwartet. Was kam denn jetzt hier? Boah, ich hab grad richtig Bexi. Was kommt denn jetzt hier? Ich meine, ich glaube zu wissen, was jetzt kommt, so anhand diesem, was ich hier sehe, aber ich dachte, das kam erst im späteren Level.
Nee, ist wirklich das. LOL. Okay. Dann wird es ja doch nochmal richtig gefährlich hier. Ja, doch, ist genau das. Ja, ja, doch. Na super, okay. Ja, genau das hier. Oh Gott. Habe ich also gar keinen Bock drauf jetzt hier. Ach, Mann, ey. Ich dachte, jetzt wäre erst das nächste Level, wo das alles hier kommt. Die Sachen lasse ich erstmal alle komplett hier. Wie geil! Das passt einfach alles so gut. Und vor allem, was ich noch gehofft hatte bei Brutal Doom, also jetzt allgemein, jetzt nicht wegen Release-Kandidat oder sowas, sondern allgemein, dass man hier noch auch so Messer irgendwann bekommt. Was ja Project Brutality extrem geil vormacht, wo man da dieses Messer hat. Und hier hat man halt wirklich nur seine Hände als Nahkampfwaffe. Man kommt nicht mal ran. Die Fresse, Junge. So. Sorry, Leute. Muss sein. Ist ja bloß, um die Einzelheit zu holen. Kann hier noch runter? Oh, sorry, Alter, ich bin gerade voll auf Erkundungsmodus. Kann man hier noch runter? Lol, ist auch noch Teil der Map. Alter, geil. So eine Landschaft. Genau das, wo ich gerade draufstehe. Das mal als Map. Einfach so eine richtige Wald-Map. Ey, das wäre so. Das wäre einfach so krank geil. Oh, Alter, ist das geil. Das war ultra low-poly. Also halt mit vielen glatten Flächen, also sehr einfach gestaltet, aber es wirkt einfach ultra geil. Oh, Alter. Na, hab ich ja schon mal eine schöne Idee für meine Map denn. Ist das geil? Bin gerade ultra geflasht. Wow, ich habe Noclip aktiviert, aber da komme ich nicht drauf. Hä? Ach ja, ich habe ja Noclip wieder deaktiviert. Ich bin ja nicht mehr wieder. Eben, um die Items aufzusammeln, muss ich ja Noclip wieder deaktivieren. Habe ich jetzt alles? Ja. So, jetzt kann ich wieder deaktivieren. So, okay. Genug rumgespielt. Nimmt ja doch ein übles Ausmaß. Wie gesagt, die Folge wird sowieso schon wieder viel zu lang. Hier bin ich falsch. Da muss ich hin. Renn. Wieso kriege ich keine Ausdauer abgezogen? Hä? Der Platz zwischen 0 und 2. Hä? Neuer Bug oder was? Ja, ich habe dich gesehen. Ich will erstmal hier rennen. Wieso kriege ich keine Ausdauer abgezogen? So, mal stehen bleiben und jetzt mal nochmal loslaufen. Why? War bestimmt deine Schuld. Ah, jetzt kriegst du wieder. Ja, sag ich doch, was deine Schuld. Hier unten links, der rote Balken, ist praktisch meine Ausdauer. Wie viel ist davon schon? Wenn die auf 100 ist, dann bin ich praktisch ausgepowert. Die. Kann sein, dass hier in dem Gebiet nicht mehr funktioniert? Boah, keine Ahnung. Ey, komm. Alter, ich spiele gerade schon wieder viel zu viel rum. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da muss ich hin. Da, genau. So. Ach ja, die Fläche, die allen so schön gefallen. Bam. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen Munition. Ja. Hier waren auch wieder 300er Packs eigentlich. Das sind auch nur noch 3x10. Das ist alles so unfair. Das ist alles so unfair. Okay. Jetzt wird's ernst. Und ich kann schon wieder die Raketenwerfer nicht benutzen. Plasma.
Geht da nicht anders. Es hat behindert. Ja. Gegen mich ist relativ schnell. Plasma ist ja relativ stark zum Glück. Trotzdem. Warte, wie viele wollen jetzt hier rein? Ich bleib erstmal hier unten. Oh ja, da sind doch einige. Ja, bringt euch einfach genau. Ja, alle schön gegenseitig umbringen. Oder kann ich mich das nicht an? Uah. Oh. Kommt der zu mir oder schafft das nicht? Das scheint wohl irgendwie so eine unsichtbare Wand zu sein. Ja klar, durchdreht doch einfach alles. Da sind fucking Stallstreben, Junge. Oh, Alter, ich hab das doch gebrochen. Ich hab das doch gebrochen. Deine Oma. Da kommt jetzt raus. Ich wollte dich ficken. Ich werde dich vergewaltigen. Oh. Wir haben uns versammelt zum Mittagsgebet. Nice, gefällt mir. Alter, man sieht hier auch kaum was, weil hier alles so eng ist. Oh, what? Oh Mann, nein, das gibt's noch gar nicht, Alter. 11% Leben. Das war so gut! Warum? Warum? Einfach mal drunter durchgeschossen, klar. Warum auch nicht? Macht man ja auch so jeden Tag. Arschloch. Du! Danke. Komm, ich spreche mal. So, oh, komm mal her. Ja, beide herkommen. Genau, beide. Jawohl. Schön, schön, sauber. Ja, jawohl, jawohl. Und bam. Weggefickt. Meine Fresse, hab ich nur so auf die Lippe gebissen, ey. Weil das Ficken so Spaß macht. Was? Ach, habt ihr fein gemacht. Oh. Gehen wir mal hier langsam mal ein bisschen Richtung Süden hier. Okay, hier sind alle weg. Sehr schön. Was brauche ich? Du bist voll. Alles, was ich brauche, ist gerade Shotgun-Munition. Da sollte ich jetzt wohl erstmal hier mein Gewehr benutzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier kommen irgendwie auch noch ein paar starke Gegner. Bleibe ich mal lieber bei der hier. Oh, Alter, wo ich überall hängen bleibe. Gott.
So, erst die Waffe krallen und dann die Munition. Bam. Bin ich von Oldborn? Ja, doch, bin ich. Hä? Boah, hat er doch gepasst. Ich hab nichts gesagt. Hab ich irgendwas gesagt? Hab ich was gesagt? Was? Arschlöcher. Könnte ich mal gegenseitig abholen. So. Hol ich mir erstmal hier, solange wie wir noch hier sind, nutze ich die Gelegenheit und hol mal hier noch schnell die Gewehrmunition. Wow. Ich verstehe auch nicht, wahrscheinlich gibt es da verschiedene, oh, noch was. Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Typen, weil mal bekommt man für die Dinger immer nur 10, mal bekommt man aber 30. Ja, du hast auch nur 30. Hätten die doch auch gleich 100 lassen können. Arschlöcher. Könnten sie wenigstens verschiedene Designs machen, dass sie praktisch die 10er Teufel so schwarz lassen und dann für die 30er Packung eine andere Farbe nehmen. Wir haben dann gleich vom Aussehen her schon gemerkt, aha, ist eine 30er Packung, die jetzt schon zu nehmen, wäre relativ dumm. Aber nein. Immer schön hier auf Verschwendung geht. Arschlöcher. Da machen die einem das Survival-Game schon, das Survival-Spiel schon schwer. Wow. Alter, scheiß Berg! Komm ich hier nicht zu schießen? Wow. Weil ich jetzt schon weiß, der Rückstoß wird mich zerficken. Ich habe kein freies Schussfeld. Ah, doch, ging. Wow, hat überhaupt nicht gesehen. Wow. Oh Mann, ich fick alle. Ich fick euch alle. Und was ich auch hoffe, dass es das implementiert wird. Aber ich glaube mal, das wird definitiv noch lange nicht implementiert. Ist von Project Brutality diese Sentry Gun. Da ist noch, oh mein Gott, das ist noch Revenant, glaube ich, oder? Der hat doch gerade einen von diesen Hell Knights zerlegt. Ja. Danke. Du hast ihn noch gar nicht zerlegt? Das ist aber nicht nett. Hä? Hat jetzt auch noch Modus aktiviert? Komm, gib her. Danke. So. Ach, so war das. Weapon Tier Mode selected. Und das ist Smash Mode. Das ist, ich wusste mal, was der Unterschied war. Weapon Tier war, glaube ich, das, wo man praktisch mit beiden Seiten normale Schläge verteilt. Und der Smash Mode war der, wo man mit dem rechten Arm langsamer schlägt, dafür aber praktisch mehr Power hat. Kann aber auch sein, dass es genau andersrum war. Was jetzt was davon war, habe ich keinen Plan mehr. Hat mir der Bastard gleich 130 abgezogen, ey. Wow, das ging ja leicht. Das geht ja auch leicht. Oh, der braucht schon ein bisschen mehr Medizin. Der war auch wieder leicht. Wir waren schon hier von dem Gruppenkampf ein bisschen gedamaged. So, wo ist jetzt der Imp? Ah, ich höre ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe alles. Bam. Vollidiot. Achso, hier ist das Exit. Nee, da will ich noch nicht hin. Erstmal gucke ich, ob hier noch Munition ist. Sehe aber keine. Gut, dann hole ich mir jetzt noch mal die Backpacks. Komm jetzt runter. Du bist voll auf. Weißt du was? Bei dir lade ich. Das hier lade ich auch gleich mal komplett auf. Ich meine, nutzen für die andere Waffe wahrscheinlich sowieso nicht, aber es lässt mich nicht in Ruhe, wenn ich weiß, dass eine Waffe nicht nachgeladen ist. Das ist. Leider kann man die nicht dual haben. Also zweihändig. Bei Project Fatality geht das ja.
Ich meine, gut, es war auch dafür ein bisschen overpowered. Aber gut. Ja, deswegen, also, ich muss schon sagen, Project Brutality ist echt geil. Das Problem ist halt, es gibt halt einfach zu viele Waffen. Was ultra cool ist, keine Frage. Es ist, ich finde es genial. Aber halt für ein Let's Play, wo es halt wirklich auf das Vorankommen geht, da ist halt den Brutal Doom mit seiner eher mageren, aber dafür übersichtlichen Auswahl besser. Und Project Brutality ist wirklich einfach nur, wenn man Langeweile hat und einfach rumballern möchte. Dann ist halt Project Brutality definitiv die erste Wahl. Das hat mir fast gereicht. Digga, wir haben alles voll! Yay! Alles, was ich jetzt noch zum perfekten Glück fehlen würde, wäre eine blaue Perle und eine blaue Rüstung. Oder einmal Megasphere. Ah ne, halt, war richtig, du musst doch hier lang. Hätten wir alles komplett voll. Nice! Das gefällt mir. Das ist gut. Haben wir jetzt nachgeladen? Ja, haben wir. Okay. Das sollte dafür auch erstmal gewesen sein. Welches Level hatten wir jetzt gerade? Wir hatten jetzt Level 11. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch weitermachen soll. Ich habe gerade irgendwie nach dem Desaster von heute früh, wo der Rechner so extrem gestockert hat, habe ich jetzt mittlerweile irgendwie doch richtig Lust bekommen. Egal, erstmal mache ich Pause. Und dann mal gucken. Abends wieder noch lang. Zur Not spiele ich morgen noch ein bisschen. Ja, mal gucken. Schauen mit V.